Tag 422 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wladimir Putin führt einen Abnutzungskrieg. Die Ukraine verteidigt sich beherzt, doch sie braucht jede Menge Geld und logistische Unterstützung von ihren Partnern. Munition und Waffensysteme, die instand gehalten werden müssen. Darüber haben am Freitag in Ramstein in Deutschland Vertreter aus 50 NATO- und Nicht-NATO-Staaten beraten. Es war Treffen Nummer 11 der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Seiner Einladung in den Ramstein Officers Club sind Verteidigungsminister aus über 50 Ländern gefolgt. US-Verteidigungsminister Austin schwört seine westlichen Partner auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein auf weitere militärische Unterstützung der Ukraine ein. Die USA gehen mit gutem Beispiel voran. Wir haben auch unsere Zeitpläne für die Lieferung von M1 Abrams beschleunigt, um die Ukraine in den kommenden Monaten mit weiteren Panzern auszustatten. Und die M1-Kampfpanzer, die die Ukrainer für die Ausbildung nutzen werden, treffen in den nächsten Wochen hier in Deutschland ein. All das macht einen großen Fortschritt. Obwohl die Ukraine schon lange um weitere Kampfjets sowie Langstreckenraketen bittet, betont Austin, dass der Ukraine im Moment am meisten mit bodengestützten Luftverteidigungssystemen geholfen sei. Deutschland, Polen und die Ukraine unterschreiben eine Absichtserklärung, um die Wartung gelieferter Leopardpanzer in Polen zu gewährleisten. Jedes Material, was sie in diesen Krieg liefern, ob Panzer oder Kampfunterstützungspanzer und andere Gerätschaften wie Haubitzen oder eben Patriot-Systeme, haben Verschleiß, gerade dann, wenn sie im Gefecht, im Dauereinsatz sind. Der Reparaturbedarf werde wohl steigen, deutete Pistorius an, wohl auch mit Blick auf die von Kiew geplante Frühjahrsoffensive. NATO-Generalsekretär Stoltenberg drängte darauf, sicherzustellen, dass die Ukraine weiterhin genug Waffen parat habe. Niemand kann sagen, wann und wie dieser Krieg endet. Aber was wir wissen ist, dass wir, wenn der Krieg zu Ende ist, sicherstellen müssen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, dass Russland nicht in der Lage ist, die Ukraine weiter anzugreifen und erneut Krieg zu führen und die europäische Sicherheit weiter zu untergraben. Auf Stoltenbergs Versicherung gestern in Kiew, der Ukraine sei ein Platz in der NATO sicher, reagiert der Kreml empört. Die NATO setzt offensichtlich ihre Linie fort, die Ukraine zu schlucken und in die Allianz aufzunehmen. Unser Präsident sprach auch über diese potenzielle Bedrohung lange vor dem Beginn der militärischen Spezialoperation. Wir haben es mit einem aggressiven Block zu tun, der unser Land als Gegner ansieht und die Sicherheit unseres Landes bedroht. Dass der ukrainische Präsident Selenskyj die Einladung für den nächsten NATO-Gipfel in Vilnius bereits angenommen hat, dürfte den Kreml zusätzlich verärgern. Sprechen kann ich jetzt mit Christian Mölling, dem Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, deren stellvertretender Direktor Sie auch sind. Hallo. Hallo, guten Abend. Es geht um maximale Verstärkung für die Ukraine, auch vor dem Hintergrund der von Kiew angestrebten Frühjahrsoffensive. Wie bewerten Sie das, was tatsächlich jetzt in Ramstein rausgekommen ist? Ja, ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass das, was heute sozusagen beschlossen wird, dass das erst in einigen Wochen oder gar Monaten teilweise quasi den Effekt auf dem Schlachtfeld hat. Das heißt also, was man hier jetzt beschlossen hat, ist gut auf der einen Seite, weil es bedeutet, dass auch Russland gegenüber signalisiert wird, dass der Westen nicht nachlässt in seiner Unterstützung. Aber wir haben gleichzeitig jetzt nicht eine unmittelbare Verbesserung der Situation für die Ukraine. In der Situation hilft es tatsächlich, dass die Frühjahrsoffensive zurzeit noch aufgrund des Wetters ein bisschen verschoben werden muss. Sonst käme da einiges zu spät, das verstehe ich. Das wird ein Krieg der Logistik, warnt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Was muss denn passieren, um in einem solchen Krieg gegen Russland zu bestehen? Ja, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, was passiert, wenn man nicht genug Material hat. Dann muss man sich möglicherweise teilweise zurückziehen, kein Gelände, das man gewonnen hat, nicht halten. Auf der ukrainischen Seite ist das teilweise so gewesen. Das heißt also, der permanente Strom von Material, von Verbrauchsmaterial, aber auch von komplexen Waffensystemen ist tatsächlich das, was dauernd gebraucht wird und auch die angesprochene Wartung. Denn ansonsten fallen die Systeme relativ schnell aus. Alles das hat der Westen in den letzten
Wochen und Monaten quasi neu lernen müssen. Das wusste man eigentlich theoretisch alles. Man hat aber die Vorbereitung dafür nicht treffen können oder hat sie nicht getroffen, weil man es nicht wollte. Man kann nur hoffen, dass jetzt mit den Beschlüssen von Rammstein und dem, was auch in Zukunft noch kommt, tatsächlich diese Permanenz, diese Dauerhaftigkeit sichergestellt wird. Schauen wir genauer gemeinsam auf den ukrainischen Wunsch nach Kampfflugzeugen. Da gab es keine weiteren Zusagen in Rammstein, aber Polen und die Slowakei liefern als bisher einzige NATO-Staaten Flugzeuge, und zwar das Modell MiG-29. Für die Auslieferung dieser Kampfjets aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR hatte Deutschland Polen die Genehmigung erteilt. Das ist eine slowakische MiG-29, einst Stolz der sowjetischen Luftwaffe und vergangenen Monat auf den Weg in die Ukraine. Die MiG-29 wurde 1983 in Dienst gestellt, gedacht als Konkurrent der in den USA gebauten F-16. Es ist ein Produkt des Wettlaufs um die Vorherrschaft in der Luft während des Kalten Krieges. Die ukrainischen Piloten sind bereits für diese Flugzeuge ausgebildet. Theoretisch also sind sie einsatzbereit. Auf dem Papier sieht die MiG-29 beeindruckend aus. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 2400 Kilometer pro Stunde. Ihre Reichweite liegt bei rund 2000 Kilometern und sie kann bis zu 18 Kilometer hochfliegen. Ich bin Polen und der Slowakei dankbar dafür, dass sie MiGs in die Ukraine liefern. Dies wird die Verteidigung unseres Luftraums erheblich stärken. Aber wir brauchen moderne Flugzeuge und genau darüber haben wir gesprochen. Gibt es irgendeinen rationalen Grund für die Verzögerung bei der Bereitstellung moderner Flugzeuge? Die Betonung liegt hier auf modern, denn Russland setzt in der Ukraine eine Reihe von Kampfflugzeugen ein, die teilweise Jahrzehnte nach der MiG-29 entwickelt wurden. Hinzu kommt, dass viele der polnischen und slowakischen Flugzeuge, die jetzt für die Ukraine bestimmt sind, in schlechtem Zustand sind. Nicht unwahrscheinlich, dass sie später nur als Ersatzteillager für die Reparatur der ukrainischen Luftwaffe verwendet werden. Kiew hat bereits eine Kampfjet-Koalition für die Ukraine gefordert, bei der neuere Flugzeuge verschiedener NATO-Länder zum Einsatz kommen sollen. Das aber steht bisher noch in den Sternen. Bis dahin müssen die MiG-29 reichen. Der Wunsch ist nicht erfüllt bisher, obwohl der NATO-Generalsekretär auch dafür ist, Christian Mölling. US-Verteidigungsminister Austin findet aber, dass Luftabwehrsysteme ja effizienter seien. Und die USA wollen weiterhin keine Kampfjets liefern. Was steckt dahinter? Naja, ich glaube, man muss das schon mal ein bisschen auseinandernehmen. Also Kampfflugzeuge auf der einen Seite nur zu liefern, so wie es jetzt Polen, die Slowakei machen, sagt noch nicht wahnsinnig viel aus, welche militärische Schlagkraft dahinter steckt. Das hat ja viel mit den Waffen zu tun, die dabei verfügbar sind. Richtig ist in dem Zusammenhang, dass die MiG-29 eine ihrer möglichen Rollen die Luftraumverteidigung ist und damit auch möglicherweise gegen langsam anfliegende Raketen eingesetzt werden kann. Gleichzeitig ist tatsächlich die Idee, jetzt noch modernere Systeme in die Ukraine zu bringen, auf der einen Seite verständlich, hat aber extrem hohe logistische Hürden, das, was Stoltenberg vorher angesprochen hat. Das heißt also, man müsste ein gesamtes neues Logistiksystem aufbauen mit der entsprechenden Ausbildung der Piloten, aber auch des Bodenpersonals. Das würde sehr lange dauern. Ich gebe den Ukrainern recht, man kann das schon anfangen, man darf aber auch hier sich nicht erwarten, dass das jetzt noch eine Auswirkung auf die Frühjahrsoffensive der Ukraine hätte, wohl aber auf die langfristige Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Dann schauen wir auf die aktuelle Taktik und die aktuelle mögliche Schlagkraft der ukrainischen Armee mit Blick auf die von Ihnen jetzt auch immer angesprochene Frühlingsoffensive. Was ist da zu erwarten? Ja, also das ist bis zu einem gewissen Punkt irgendwann Kaffeesatzleserei, weil niemand weiß, wie viel Munition verfügbar ist, wie viele Soldaten, wie viele Kampfsysteme verfügbar sind. Es wird letztendlich darauf ankommen, in der ersten Phase tatsächlich den Punkt zu finden, an dem Russlands Verteidigungssysteme am schwächsten sind. Das ist auch nichts, was statisch ist. Das kann sich immer mal wieder ändern, weil natürlich auch Russland guckt, wo die Ukraine Kräfte massiert, sodass man zum jetzigen Zeitpunkt erstmal noch gucken muss, wo sind denn die Schwachpunkte. Und die Ukraine wird derzeit wohl noch Probleme haben, vor allem die schweren Waffensysteme aus dem Westen in der Offensive einzusetzen, also vor allem die Kampfpanzer, weil die Wetterlage sich insofern immer noch als schlecht darstellt, dass der Boden noch sehr weich ist und die Kampfpanzer noch nicht fahren können.
Die haben aber eine wesentliche Bedeutung möglicherweise in der Offensive, sodass man darauf sicherlich nicht verzichten wollte. Ich danke für Ihre Einschätzung und Erklärung, Christian Mölling.